das? Lebende Tote! Zombie, Krabbe und weg ist hier. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem der schlechtesten Spiele 2023. Skull Island Rise of Kong, Freunde. Das Spiel sah vorher schon so unfassbar übel schlecht aus. Jetzt ist es soweit. Wir zocken es an. Wie immer eigentlich bei angezockt Skills, wenn das Feedback gut ist, wenn die Likes am Start sind, Kommentare und so weiter, können wir gerne noch eine weitere zweite Runde machen. Hier wahrscheinlich eher nicht. Dementsprechend nicht liken, nicht schreiben. Oh krass, mach noch einen zweiten Part, weil das wird eine absolute Tortur. Und ich würde sagen, wir starten durch. There are stories of gods told by fanatics. Stories of kings told by the oppressed. And fantasy stories told by the gullible. However, the stories of this age-old island are passed on from generation to generation by those willing to tell a much bigger tale. The stories of the beasts and their king. The story of Kong. It was not long ago when the Kong species began to disappear. The battles among the island's beasts have existed long before anyone could even recall them. Still, the survival of the Kongs against larger and more ferocious creatures was no longer guaranteed as generations passed. The story I will tell you starts at a time of danger and uncertainty for the last remaining Kong family. Raising a child, especially protecting him from the violent beasts, was hard work. And the ever-present threats of the island eventually took their toll on this decimated family. Tja, Leute. Ich sag mal so, ist vielleicht auch einfach Cell-Shading-Look, weißt du? Einfach Comic-Style-Look. Oh Gott, bitte klickt das Video an, Freunde. Ich meine, ich habe ja vor ein paar Wochen erst Avatar das Spiel gezockt. Auch übertrieben schlecht. Aber wenigstens konnte ich da meine Kosten wieder reinspielen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schaffe. Ich hätte es wahrscheinlich schon früher zocken sollen einfach. Aber irgendwie habe ich mich geweigert. Ich habe mich geweigert. Selber. Ich hab das Spiel vor meinem Shop über eine Woche vor Release bekommen. Offiziellen Release. Keiner weiß genau, wann der Release war. Hat auch keinen interessiert. Die waren wahrscheinlich froh, dass sie das überhaupt losgeworden sind. Mein Gott, da muss ich direkt schon loshusten, ey. Weil mir alles hochkommt, Mann. Mir kommt direkt alles hoch. Junge, oh, das ist schlecht, ey. Aber kein Ruckel, ey. Junge. Ey, ernsthaft jetzt? Das ist nur die Kamera jetzt, die hier so wackelt. Krass. Das ist Kunst, Freunde. Das ist Kunst. Hier noch, Mann, ey. Das ist ein richtiger Silberrücken hier. Silber-Beige-Rücken. Wow. Gehen wir direkt in die nächste krasse Cutscene? Mit Fußspuren die ganze Zeit? Nein. Are a bad omen in times of crisis. And the Kongs do it well. The father and the son had yet to return from hunting. The mother, fearing the worst, decided to venture out in search of her family. Oh Gott. Ey, das sind Gesichter, die könntest du auch bei Ubisoft-Spielen finden, oder? Wow! Jetzt geht's los, Junge! Du kannst einen Basisangriff mit Quadrat ausführen. Durch aufeinanderfolgendes Drücken wird ein 3-Schritt-Kombo-Angriff ausgeführt. Du kannst auch einen schweren Angriff nutzen, indem du 3 drückst. Oh Gott! Komm! Jetzt hast du Schiss, wa? Ich kann mich nicht mal beim Schlagen bewegen. Der steht einfach auf der Stelle. Boah, Junge, eine Rolle, krass. Let's go!
Ach, die sind schon K.O. Ja, ja, ich bin halt auch... Ich weiß gar nicht, wer ich jetzt bin. Bin ich jetzt die Mutter? Bin ich jetzt selber Kong? Ich hab's nicht verstanden, ey. Ich hab da auch irgendwie so ein bisschen halb aus abgeschaltet. Du kannst... Ey, Junge, du kannst sogar Feinde fokussieren mit dem rechten Stick. Was ist denn jetzt los? Du kannst deine Feinde mit L2 blocken. Und wenn du ausweichen musst, drücke Kreis. Junge, heftig. Puh, Junge, ihr kriegt mich nicht. Ich bin zu fast. Gott. Ja. Oh Mann, Leute. Wir brauchen mehr Trash-Games. Wir brauchen mehr Trash-Games. Guck mal hier, das... Ey, sag mal, guck dir das mal an. Wie das Wasser einfach auf die Bewegung reagiert. Seht ihr das? Krank. Krank, krank, krank. Schön, wenn du... Junge, gibt's eigentlich Optionen? Warte mal eben kurz. Okay, okay. Ja, das nenne ich Optionen. Mhm. Qualität der Untertitel. Aktivieren? Qualität der Untertitel? Was heißt denn das? Was heißt denn Qualität der Untertitel? Mehr kannst du nicht, einstellen. Ah, warte, da gibt's eine Karte. Es gibt eine Karte, warte. Wow. Sammlerstücke. 25. Benutze die Fähigkeit Brüllen, um zu wissen, wohin du gehen musst. Wow. Ich muss das alles einsammeln, damit ich mehr über diese Welt herausfinde. Oh Mann, ey. Was? Du willst immer Schläge? Die Schläge deines Lebens kriegst du jetzt von mir. Ich kann sogar Steine werfen. Muss ich wahrscheinlich hier auch, oder? Oh, nee. Auf deinem Weg wirst du einige Hindernisse finden, die du zerstören musst, indem du die Taste Dreieck drückst. Wow. Zack, wechsel sie. Oh Gott, bitte klick das Video. Ich will meine Kohle wieder haben. Jetzt habe ich es nämlich geöffnet, logischerweise, das Spiel. Oh Gott. Egal, für die Sammlung, für die Sammlung. Du kannst einen Sprintsprung machen. Ja, okay, mach schon. Ich mach das doch schon. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, woo, zack, zack. Ja. Bam, bam. Junge, Trophäe. Ja. Ich hol mir die Platine. Oh, jetzt haben wir Rage-Modus. Boah, Junge, dieser Impact. Zack, zack. Ding, 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 bam, 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 bam. Was ist hier oben? Ist hier der Weg? Ich weiß es nicht genau. Zum Klettern sollst du dich nur... Solltest du dich nur kletterbaren Ästen nähern. Okay. Was ist das denn hier? Heilung. Gottes Willen, Leute, was soll ich dazu sagen? Du kannst R2 nutzen, um dir kleinere Feinde zu schnappen und sie dorthin werfen, wo immer du willst. Wenn du einen roten leuchtenden Gegner siehst, kannst du einen Finisher-Move durchziehen, indem du R2 gedrückt hältst. Oh Gott! Das ist jetzt eine andere, ein ganz anderes Kaliber jetzt hier. Okay. Hey, sorry, ey. Bei mir ist schon wieder der Husten und Nase und alles am Start einfach. Ab der SKO jetzt, okay, sehr gut. Ist vielleicht auch aber trotzdem ein Abwehrmechanismus vom Körper oder sowas, weißt du? Spezialleiste. Warte mal eben kurz. Okay, irgendeine Spezialleiste kann bestimmte Fähigkeiten während des Kampfes einsetzen. Aber welche, wird nicht gesagt. Ist das geil, einfach nur... Ja, Junge, bestes Spiel 2023. Dass man sich nicht schämt, dieses Spiel rauszubringen. Aber jetzt mal ernsthaft, ohne Witz jetzt. Jetzt mal bei Spaß beiseite. Es läuft flüssig. Aber das kannst du...
Normalerweise würde man jetzt sagen, ja, guck mal, aber auch bei der Grafik ist es auch normal. Ich spiele übrigens auf PS5 für die Leute, die es interessiert. Aber das kann sich bei jedem Spiel sagen. Da gibt es andere Spiele, auch in diesem Jahr, die aussehen wie hingekackte Kotze. Und trotzdem unflüssig laufen. Aber das läuft flüssig, ohne Scheiß. Das läuft flüssig, seht ihr doch. Es ruckelt nicht, das Bild verzerrt sich nicht. Und ich finde an sich so ein Donkey Kong, würde ich schon sagen. Ein King Kong Spiel mit einem Cel-Shading-Look. Wenn man jetzt nicht realistische Grafik hinbekommt, finde ich eigentlich an sich auch gar nicht so schlecht. Jetzt mal Spaß beiseite, wa? Nur fehlen halt hier die Details, weißt du? Und es gibt halt Cel-Shading-Look, der einfach besser aussehen kann als das hier, wisst ihr? Was natürlich nicht heißt, holt euch das Spiel. Du kannst deine Urwut nutzen, um deine Angriffe zu steigern, indem du L2 und R2 nutzt. Okay. Ihr habt doch keine Chance. Ja, er macht mich platt. Was denkst du dir? Was denkst du, wer du bist? Komm her hier. War nicht L1 auch blocken? Oder war R1 blocken? Nee. Wenn ich jetzt L1 drücke, dann dash ich aber so nach vorne. Was war denn? Nee, L2 war blocken. Oh, ich drücke die ganze Zeit L1 zum Blocken. Na gut. Na gut. Das hängt sich nur halt ein bisschen auf, wenn er speichert, das Spiel, ne? Oh Mann, ey, was haben die aus King Kong gemacht? Kennt ihr noch das King Kong-Spiel, was es damals im Film gab? Ey, das habe ich echt gerne gezockt. Das habe ich richtig gerne gezockt. War auch meine ersten 1000, vollen 1000 Gamerscore bei einem Spiel. Auf der Xbox 360 habe ich es damals gespielt. War's gefühlt in 5 Stunden durch oder sowas. Einfach nur durchspielen, hattest du 1000 Gamerscore, erinnere ich mich noch richtig gut. 360-Version müsste eigentlich, glaube ich, auch die beste sein. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel auf dem PC gab. Gab es das damals auch auf dem PC? Dann müsste die PC-Version natürlich die beste sein. PS3 gab es ja dann auch nicht, als, es rausgekommen ist, das Spiel. Die Konsole. Das müsste doch gehen, ja. Genau. Heiliger Bimmam, ja. Ja, Junge. Das ist halt wirklich schwer, die Entscheidung zu treffen. Willst du jetzt King Kong weiter spielen? Oder willst du ein bisschen weiter Spider-Man zocken? Ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung, Mann. Sag mal, wie lange geht denn das jetzt hier, dass du hier nur die Scheiße langläufst, diese scheiß Schlucht? Ich baller jetzt hier mal durch, ey, mit Fullspeed. Das wäre wahrscheinlich der andere Weg gewesen, wo wir rauskommen. Also multiple Wege auch nochmal zum wiederholten Spielen. Lädt das Spiel auf jeden Fall auch nochmal ein. Was ist das denn hier? Auf deinem Weg wirst du andere Arten von Hindernissen finden, die du zerstören kannst, indem du die R1-Taste dreimal auf den Boden drückst oder einmal in der Luft. Ey, komm, einmal in der Luft. Yo, Junge, wie die... unfassbar, wie der Boden zerbrochen ist. Ich bin aber wirklich überrascht. Es sieht aus wie Scheiße, wa? Es sieht aus wie PS2-Grafik. Aber es läuft flüssig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, wa? Es läuft flüssiger als das ein oder andere Blockbuster-Super-Game der letzten Monate. Okay, man. Ah, okay. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ey, man kann gefühlt, also man kann einen gezielten Super-Jump machen. Was ist eigentlich hier nicht möglich in dem Game? Frage ich euch. Ich frag's euch und ich möchte eine richtige Antwort, ey. Da wir jetzt eine Viertelstunde ungefähr drin sind im Game. Jetzt schon mal das erste Codewort. Codewort. Bitte in die Kommentare schreiben. Donkey Kong. Donkey Kong. Das ist das erste Codewort. Damit ich weiß, wer es mit mir durchsteht hier, ey. Ihr müsst auch mal offen sein für neue Games, wisst ihr? Ich meine, ich sehe das ja immer seit Jahren. Es ist schwer bei euch. Es ist schwer. Es ist schwer bei einigen zumindest. Es ist schwer. Die Leute, die jetzt zuhören, die haben wahrscheinlich einfach Bock, mal sich einfach so eine Scheiße reinzuziehen.
erklärt dann einfach nicht jetzt. Aber, was soll ich euch noch für krasse Games zeigen? Die letzten Wochen, einige angezockt hier auf dem Kanal gehabt. Geil, einfach geil. Und jetzt ist halt die Krönung. Zieht euch das rein. Diese ausdrucksstarke Mimik in seinem Gesicht. Das könnte wirklich ein Ubisoft-Spiel sein, wa? Vom Gesicht her, jetzt im Ernsthaft. Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Aber... Oh, Junge, der ist grimmig. Jetzt ist er freundlich wieder. Was passiert hier überhaupt? Ich verstehe gar nichts, was ihr habt. Das ist mein Spiel. Seid doch froh, dass überhaupt was kommt zu meinem Wesen. Ich bin ein kleiner Affe. Lalalala. Ich bin ein kleiner Affe. Lalalala. Oh, ich dachte, ich finde hier ein Versteck. Verstecktes Item oder sowas. Hui. Muss da wahrscheinlich rüberjumpen. Aber warum ist er denn so beige-weiß? Weißt du, warum hat er diese Farbe hier? Das verstehe ich nicht ganz. Ist das hier irgendwie Tricks oder was? Und hier erstmal rüber? Anscheinend. Felsen werfen. Oh, wie schnell ist die Kamera? Oh mein Gott, endlich ich da lang geslidet bin. Gott, ich werde niemals die Kohle wieder reinspielen, ey, für das Game. Ich will gar nicht sagen, was ich gezahlt habe, aber knapp 40 Euro. Aber gut, Avatar hat 50 Euro gekostet. Avatar ist auch ein richtiges Mist-Game. Also dieses Jahr top schlechteste Spiele. Muss ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen. Also das ist ja wirklich... Ja, dieses Jahr ist so geil vom Gaming-Jahr her, aber es gab auch schon wirklich einige richtige Graupen, richtige Graupen-Games. Richtige Games für die Biotonne direkt rein, ja. Ich verstehe, also ich frage mich, wie lang dieses Level ist. Normalerweise denkst du dir ja auch so, hey, der Anfang von einem Game muss richtig krass sein und so. Aber hier dachten sie sich, ey... zeigen einfach, was Sache ist, weißt du? Wir sind real. Aber immerhin kannst du einige Moves hier machen mit Kong. Weißt du? Wie fandet ihr den Film eigentlich, Skull Island? Ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht, ey. War nicht schlecht. Oh. Schau hier irgendwas. Was? Dachte schon, ich hätte eins dieser Sammlerstücke eingesammelt. Ruckel, zuckel. Aber wenn es speichert eigentlich nur. Achso, ich hätte da wieder... Ah, ich hätte reinspringen können. Ja, ja, gut. Vielleicht wäre das sogar eine weitere Trophäe. Übrigens habe ich jetzt auf meinem Profil eine der Trophäen freigeschaltet. Ich kann es also nie wieder löschen. Aber ich will es auch nicht. Diese Erinnerung bleibt für immer in meinem Herzen drin. Setz den Finish an. Ja, yeah. Bam, Junge. Du kannst nichts machen, ey. Du kannst nichts machen. Was denkst du, wer du bist? Bam! Haben die überhaupt Animationen? Jetzt komm doch mal her, ey. Diesen Doppelhandschlag, wo er da, warte, da, dieser dritte Schlag, wo er so zusammen macht und so eine Schockwelle, ey. Das ist doch auch von Hulk. Das ist doch von Hulk, Junge, Hulk. Epische Aktion nennen die das. Epische Aktion ausgeführt. Rolle ausgeführt. Was ist denn das für eine Fliege da an meinem Rücken, ey? Geh mal weg jetzt. Diese musikalische Untermalung auch nochmal. Boah, Junge, der Blitz. Also ich hab schon hässlichere Spiele gesehen. Auf der PlayStation 2.
Muss man sagen. Boah! Wir sind ja die Mutter, stimmt. Ja, da habe ich es doch richtig verstanden am Anfang. Was soll ich tun? Wow. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Parieren. Immer wenn du dieses Licht siehst. Welches Licht? Achso, das rote. Kannst du Kongs Schulter-Check-Technik benutzen? Okay. Das trifft anscheinend nicht. Reicht denn überhaupt Schaden? Ich sehe es nicht. Mein Mikro ist davor. Ich muss ja alle Tricks, die ich gelernt habe, einsetzen jetzt hier. Nein! Ach, ich sollte verlieren. Nein, das ist der kleine Kong, wa? Baby Kong. Renn, kleiner Baby Kong. Da haben wir den Skull Island gesehen. Das had perished against the fury of Gaul, except for a small infant. Call it luck, will, or destiny. The last of the Kongs had survived, thanks to his parents' sacrifice and his own perseverance. Not enough. Kong yearned for vengeance. Wanted to take the life of the monster that took away his family. He was weak. He could not fight without surviving first. And for years he could not do anything but grow in the middle of the island's dangers. Kong was alone now. Kong would have to overcome the constant fear of larger, more powerful, hungrier beasts in order to survive. But the fury, the memories, and the desire for revenge gave him reason to stand tall and wait for the day he could face Gaul with the strength to defeat her.
Tja, Leute. Ey, an sich ist die Prämisse vom Game eigentlich gar nicht schlecht, oder? Jetzt mal ernsthaft. Hätte man was draus machen können, dass wir King Kong beim Aufwachsen zusehen auf der Insel. Aber dann sieht's halt so aus. Wie gesagt, wenn du jetzt full... weiß ich. Ja. Ich mag King Kong halt. Ich mag den, Ich mag ihn. Guck doch mal in das Gesicht. Wie kann man das Spiel zerreißen, Nur weil es aussieht wie Scheiße. Dafür läuft es flüssig. Nur weil es ein Kampfsystem hat aus den 80ern. Dafür funktioniert es. Leute. Lasst doch mal die Kirche im Dorf, wirklich. Jetzt mal ernsthaft, An sich gar nicht... wirklich nicht die schlechteste Prämisse für ein Game. Was ist das denn? Was war das denn? Ah! Guck doch mal auf den Felsen da vorne. Das ist flüssige Scheiße, Mann. Warum bewegt sich das so, als wenn es da runterfließen würde? Wie Schlamm oder so. Vielleicht soll es sogar Schlamm sein, Oh Gott, Killerkrabben. Warte, epische Aktion. Kann er nicht, oder was? Er kann's nicht. Er ist doch klein. Ich kann keine epischen Schläge machen. Ich kann nicht den Smash nach unten machen. Ich bin nur klein. Ich bin so klein. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Das Spiel ist trotzdem besser als der King Kong. Dieses King Kong Event in Warzone, oder? Weg, 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 Junge. Und man muss sagen, anscheinend hat man auch hier immer wieder... Ne, kann man hier durch? Ne, schade, hier nicht, sorry. Wollte ich sagen, man hat immer die Möglichkeit, mehrere Wege zu gehen, weißt du? Aber anscheinend nur an bestimmten, ganz bestimmten Orten. Komm schon. Ja, Junge, ich bin mächtig. Kommen da jetzt unendliche raus oder was? Was ist denn hier los, Mann? Wie viele denn noch? Ach komm, weißt du was? Ich laufe einfach weiter. Anscheinend kommen da unendlich raus, gefühlt. Man weiß es nicht. Ist es ein Feature oder ist es ein Bug? Ein Feature oder ein Bug? Ein Feature oder ein Bug, Junge? Haben die mich von da hinten gechased, die Dodo-Viecher oder was? Was sind das für Dinger, Habt ihr genug? Besser ist es, Oh, da oben ist ein Sammelobjekt. Gott, wie komme ich da ran? Kann ich den Superjump machen wenigstens? Ich kann gar nichts machen. Ich bin ein kleiner, dummer Affe. Ich kann nicht mal den Superjump machen. Vielleicht kann ich das Spiel austricksen, wartet. Vielleicht kann ich das austricksen, ja. Bei meinem Glück provoziere ich hier nochmal einen richtigen Bug. Hui! Ja, Leute, was soll ich euch sagen, Mann? Was soll ich euch sagen, Ich glaube, ihr habt einen Eindruck bekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch zocken soll, Oh, oh, ruckel, ruckel. Aber immer wenn es speichert erst. Immer wenn es erst speichert, Hui, hui. Guckt euch die Animation an. Was ist das denn hier? Kann man das da schlagen? Macht der Geräusche, Schlag doch mal zu! Kannst nichts machen, Bin zu stark. Komm, Affenmann, du schaffst es. Affenmann, Affenmann.
Bam, badabam, bam, bam. Ich hab keine Ahnung, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg oder was? Warte mal, wir gucken auf die krasse Map. Aha, Fähigkeiten. Man muss sie freischalten. Guck mal, in welcher Auflösung das Video läuft. Junge, da läuft es mit... Junge, das ist 144p höchstens. Plus 5 Frames. Du musst das alles holen. Junge, haben die sich das ausgedacht. Krass. Dass du das wieder alle... Die ganze Fähigkeit musst du dir zurückerobern. Indem du aufsteigst. Rise of Kong. Deswegen, versteht ihr den Titel jetzt? Jetzt macht alles Sinn, oder? Wo bin ich hier? Also, ich werde ja nicht meine... Wird meine Position angezeigt? Oder übersehe ich es gerade? Der Vogelsturz. Der Spielplatz. Die Dünen. Rumpelnder Weg. Wo bin ich aber denn jetzt? Woher soll ich denn wissen, wo ich bin? Warum werde ich denn nicht angezeigt auf der Karte? Das wäre doch mal hilfreich. Muss man sich das merken? Wo muss man sich selber orientieren? Haupteingang. Ich habe keine Ahnung, wo bin ich denn lang gelaufen? Ich glaube, hier links vom Spielplatz aus bin ich, glaube ich, am Laufen, oder? Kann das sein? Also quasi, muss man auch sagen, quasi Open World. Quasi Open World. Alle brüllen doch immer nach Open World. Open World muss haben. Spiel muss haben ohne Open World. Ich nicht dabei. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, Mann. Bin ich auf dem richtigen Weg? Komme ich gleich zu dem Sammelobjekt? Tatsächlich, Junge. Was ist es? Finderlohn, direkt noch eine Trophäe, Junge. Jetzt geht's los. Babyschädel. Ah, nein. Bitte nicht. Sei kein Schädel von Baby. Schädel der Ahnen. 1 von 5. Oh, und runtergerollt. Gott. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nächstes Codewort, Freunde. Damit ich weiß, wer noch am Start ist. Und zwar... Was nehme ich denn jetzt? Ich keine Ahnung, ja. Ich keine Ahnung. Hui, yuppie, yuppie. Zack, guck dir das mal an, ey. Ja, man hat an alles gedacht hier. Zack. Zack, zack. Und nach vorne. Zack, zack. Guck mal, wie er diese eine Hand den rechten Arm zur Stabilisierung nimmt. Das ist einfach auch ausgeklügelte Technik, weißt du? Das hat er sich selber beigebracht, weil ihr habt ja leider gesehen, was passiert. Leider. Ich fühle mich so traurig. Was nehmen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, Mann. Mir fällt nichts mehr ein. Mein Hirn ist Brei einfach bei dem Game. Mein Hirn ist Brei. Wir nehmen... Ah, ja, genau. Babybrei. Genau, Babybrei. Babybrei ist das Codewort. Wer jetzt noch am Start ist, die wirklich hartgesottenen, krassen Typen und Frauen da draußen. Nur die können das jetzt reinschreiben. Mit der Kraft brüllen kannst Feinde... Kannst... Mit der Kraft kannst Feinde... Tatsächlich steht es da. Mit der Kraft brüllen kannst Feinde während des Kampfes vertreiben. Das Du haben sie sich gespart. Darüber hinaus kannst damit auch interessante Orte aufdecken. Welche Herausforderungen erwarten dich auf Skull Island? Ja, aber welchen Knopf war das? Stand da auch welcher Knopf? Ich hab nichts drauf geachtet. Man kann... muss ich nochmal probieren. Den Jump muss ich hinbekommen, Freunde. Aufgepasst jetzt. Ja, Junge, nichts kann mich aufhalten. Was? Ah! Oh Gott, Leute, ey. Jetzt war einfach zurückgeschickt, das Spiel, oder? Was sagt ihr? Ich wurde auch bei Avatar gefragt, in einem Kommentar, hast du dir das Spiel wirklich geholt? Ja, habe ich. Habe ich wirklich gekauft. Leider. Aber wie gesagt, durch die YouTube-Einnahmen, danke euch. Und dank dieses glorreichen Videos. Man muss es ja auch geil präsentieren, weißt du? Und die Leute wussten, oh krass, er bringt ein geiles Avatar-Video raus. Das muss ja der Knaller sein. Ich muss da unbedingt einschalten. Konnte ich zum Glück die Einnahmen wieder einspielen. Danke dafür, ja. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll hier in dem Game. Was soll man machen hier? Einfach nur durch die Gegend laufen oder was? Wie levelt man denn auf? Wo muss ich denn hin? Ich habe gar keine Ahnung. Benutze Brüllen, um... Also, ja, aber man... Es gibt ja nicht mal... Es gibt ja... Was stand denn da? Ja. Ach, hier steht es. Steuerung, warte, aufgepasst jetzt. Brüllen, ach so, ja, ach so, das ist das. Okay. Ja, okay, und? Wo muss ich jetzt lang? Jetzt habe ich Brüllen gemacht. Wo muss ich denn jetzt lang?
Muss ich hier nochmal hoch? Oder was? Hier an die Stelle, wo es mir gesagt wurde. Kletter doch mal nach oben, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und die Vögel sind ein Hinweis, oder was? Guck dir den Speed an, ey. Aufsammelbare Objekt. Oh nein, nein, das kannst du auch noch machen. Wenn du einen Baumstamm oder einen Stalagmiten findest, kannst du sie als Waffe verwenden, indem R2 gedrückt ist. Geht doch mal weg, ey! Ah, ich muss es die ganze Zeit gedrückt halten? Oh Gott. Oh Mann, ey. Ich darf nur einmal rausreißen damit. Ja! Ich hab Waffe! Die Animation so lebensecht einfach nur. Oh, Leute, ey, dieses geile Machwerk. Nicht hier runter. Ich hab eine Keule, du kannst nichts machen. Ich hab eine Keule, du kannst nichts machen. Ich hab eine Keule, du kannst überhaupt nichts machen. Ich schlag alles kaputt und klein, klein und kaputt mache ich alles, was mir in den Weg kommt. Jetzt muss ich meine Keule zurücklassen. Wollte wirklich, dass ich meine Keule zurücklasse? Ich muss jetzt hier klettern, ey. Keule, bis spät. Ach, du bist weg, oh Gott. Was tut ihr mir an, ey? Erster Verlust von seinen Eltern, ohne Witz jetzt, und die Keule jetzt oben drauf noch oder was? Was soll das? Was, warum seid ihr so herzlos? Ihr Schweine! Ja, Junge, zack. Vernichter! Ich hab 100 Feinde schon weggemacht, oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Geht doch mal weg, ey. Ich versuche hier gerade meinen Weg fürs Leben zu finden, weißt du? Muss auch mal gucken, wo ich bleibe. Jetzt sehe ich nämlich gar nichts mehr davon. Seht ihr irgendein Licht, ey? Das könnte ein Weg sein, oder? Das könnte ein Weg sein, aber... Kein blassen Schimmer, Mann. Kein blassen Schimmer, Leute. Kann da nicht hoch? Unsichtbare Wände wieder? Scheiße. Hätte ich gerne mitgenommen, die Pflanze. Bin ich hier richtig? Ey, vorne. Wo muss ich hin? Ah, ich glaube, da, wo die Vögel hochkommen. Ah, dahin ist das Blitzen. Wahnsinn. Renn, kleiner Kong. Bin ich nicht von hier gekommen gerade? Hier bin ich doch von... Ich bin doch von hier gekommen gerade. Ich erkenne es doch so in dem Matsch. Dass sich Grafik nennt. Ja, tatsächlich. Hier bin ich doch hochgeklettert. Hier war doch mein... Hier war mein bester Freund. Hier wurde mein bester Freund zurückgelassen. Hier ist noch ein neuer Freund, bester Freund. Ja, aber was war denn jetzt hier großartig? Ich verstehe nicht, was... Wahrscheinlich muss ich wirklich... Ah, ja, ja, jetzt sehe ich's. Jetzt. Neue Hoffnung wurde geschöpft. Ich kann es schaffen. Ich kann es überleben. Ich muss es machen. Warum? Lass mich doch in Ruhe, ey. Geht doch mal weg. Ihr nervt. So heftig, Mann. Jetzt wird's wieder nicht angezeigt. Das ist komisch. Junge. Ja, du kannst nichts machen. Nimm ihn doch!
Da versteht man auch, warum das Spiel ab 12 ist, ey. Ist einfach brutal geil. Endlich habe ich den Weg gefunden. Neue Hoffnung. Sie ist real. Neue Hoffnung, sie ist real, Freunde. Ich habe mein komplettes Zeitgefühl verloren. Wie lange bin ich jetzt hier eigentlich schon im Game, ey? Weil es einfach so geil schnell vorbeigeht, ohne Scheiß. Ich habe schon langweiligeres gezockt dieses Jahr. Ich möchte keine Namen nennen, ne? Ich möchte keine Namen von den Spielen nennen. Ansonsten, Junge, neuer Gegnertyp. Ah, aua! Hat er einen kleinen Schnurrbart? Links und rechts sieht, als hätte er einen kleinen Lenz in seine Fangzähne. Oder seine Zähne, irgendwie, keine Ahnung, was es sein soll. Ich dachte, er hätte so einen kleinen Schnurrbart. Wo versteckst du dich denn? Dumme Sau, du! Du dumme Sau! Geil auch, dass Kong erst nachdem die Schläge vorbei sind in den Verteidigungsmodus ging. Habt ihr gesehen? Dann ist er erst in die Deckung gegangen, Junge. Ich habe aber vorher schon gedrückt. Ich bin fast tot. Warum machen diese Kristalle ein Geräusch? Noch ein Sammelobjekt. Kong-Statue. Das muss ich mir auch reinziehen. Das muss ich mir reinziehen. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Kong-Statue. 2 von 25. Das ist schon schlecht eigentlich. Junge, Wahnsinn. Der Bau einer Stadt inmitten ständiger Angriffe von Bestien ist keine leichte Aufgabe. Aber die Targatu sind nicht irgendein Volk. Ihre Entschlossenheit und Zusammenarbeit sowie die Stärke der ersten Kong, die sie begleiteten, ermöglichten es ihnen, einige der heiligsten Relikte des Stammes zu errichten. Die alte Stadt, in der ihre Kultur auf unglaubliche Weise gedieh und sich weiterentwickelte und in Anführungsstrichen, die Mauer, die so viele Leben über so viele Generationen hinweg schützte. Hui! Jetzt bin ich hier wieder, oder was? Ne, wo bin ich denn jetzt? Schon wieder ein neuer Gegnertyp! Junge, jetzt geht's aber los! Jetzt drehen sie nochmal auf! Jetzt drehen sie nochmal auf hier, das Game. Junge. Jetzt wurde der Regler aber auf Anschlag gedreht hier. Spiel Spaß. Ist da. Jetzt schon mehr Gegnertypen als das ein oder andere Spiel. Ich möchte keine Namen nennen. Aber das müsste jetzt schon der dritte oder vierte oder fünfte Gegnertyp sein. Wenn wir den Boss mit zurechnen, auf jeden Fall. Krank. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Hier ist das drauf. Nein, ist einfach nur eine Hütte. Was hat das zu bedeuten? Jetzt sieht's alles gleich aus. Jetzt sieht's alles gleich aus für mich. Ich meine, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Die Hütten hatten wir noch nicht gesehen, aber die Wege an sich, alles gleich. Keine Ahnung, wo ich hier lang latsche. Ich hab's gefunden! Kämpfe und mach die Zone frei! Guck dir das an, die Gegnermassen, ey, da ist nichts dagegen. Unfassbar. Meine Keule und ich. Und ich breche dir dein Gesicht. Das soll kein Song werden. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mir fühlt nichts mehr ein. Ich muss mich hier durchkämpfen, ey. Auch beim stetigen Überlebenskampf muss man einfach. Der zieht seine Kombo bis zu. der zieht's wenigstens durch, weißt du? Andere labern nur. Ja, ich mach. Morgen fange ich an, Mann. Morgen beginnt ich ein neues Leben. Aber der zieht wenigstens seine Kombo durch. Ob ihnen irgendwas auffällt oder nicht. Oh, Junge, jetzt nochmal 2 davon. Einfach ausgetrickst. Ja, der Henker hat zugeschlagen. Kommt. Kong hat gesiegt. Wow, Junge. Das ist einfach nur ein Schleier. Guck mal hier. Ah.
Quasi so wie so eine Jalousie. Die haben hier alle gechillt erstmal kurz. Die haben hier in der Ecke haben die gewartet. Jungs, Jungs. Wann ist der Einsatz? Ruft uns, wa? Wir kommen denn. Ruft einfach Bande. Weißt du, die rufen einfach Bande und dann kommen die aus ihrem Versteck. Aber ich glaube, wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Ne, können wir den holen? Fähigkeitskosten 5. Fähigkeitskosten 5 und wir haben erst einen Fähigkeitspunkt. Dann kommst du direkt wieder hoch, ey. Boah, Junge. Speedrun hier. Zack, abgerollt. Perfekt. Sehr gut. Da lang, hier lang. Niemand weiß so genau. Ich glaube, das ist schon wieder ein Gegnertyp. Nochmal zwei Gegner. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Ey, krass. Wie viele Gegnertypen das Spiel hat. Guck hier, den hatten wir noch nicht. Und die große Krabbe hatten wir auch noch nicht. Jetzt kann man wirklich sagen, es hat fast. Ich will aber nicht sagen, welche Spieler ich meine, sonst wird's. Aber das eine oder andere große Game hatte weniger Gegnertypen als das Spiel jetzt hier in der ersten Stunde. Das ist traurig. Das ist traurig, aber wahr. Und einige Spiele, die ich jetzt vielleicht meinen könnte mit diesen verschiedenen wenigen Gegnertypen über 20, 30 Stunden. Hatten auch mehr technische Probleme als das hier. Klar, war die Grafik ein bisschen besser, aber sie lief vielleicht auch zum Anfang bei gewissen Spielen mit auch vielleicht nicht 144p wie dieses Spiel, aber vielleicht war es eher so 360p oder so. Ich möchte keinen Namen nennen. Man kann sich vielleicht denken, was ich meine. Oder auch nicht. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren rätseln. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Und ich glaube, das ist echt, also mit den Gegnertypen ist jetzt ohne Witz jetzt mal, ohne die Übertreibung, aber ich glaube, mit den Gegnertypen ist nicht mal übertrieben. Klar, ist jetzt einfach nur eine große Krabbel, aber gut. Es ist, wie es ist, wa? Ich muss sie besiegen, ey. Die gibt bestimmt einen Fähigkeitspunkt oder sowas. Ah! Spiel vorbei! Jetzt bin ich mal gespannt. Wo fängst du neu an, ey? Wo schmeißen die dich raus? Ich meine, die speichern ja die ganze Zeit zwischendurch, wa? Ja, das machen sie schon auf jeden Fall. Okay, wir fangen hier einfach wieder an. Meint er, es gibt dann einen Fähigkeitspunkt, wenn ich den platt mache? Aber ich kann noch nicht diesen geilen Jump hier, diesen, Dingens. Junge, der ist auch richtig hartnäckig hier, wa? Was ist deine Aufgabe, Junge? Was ist denn deine Aufgabe? Jetzt rennst du weg, jetzt rennst du weg! Guck dir das an, das feige Stück Scheiße, ey. Er macht Sturzflugattacke! Lass den Affen doch leben! Habt ihr denn? Was ist denn los mit euch? Direkt das nächste zerstört. Zerstöre alle Nester, ich meine, das nächste Gebiet gefunden. Sturzflug! Die Musik dazu, ey. Kommt euch da hoch, ey. Ich komm euch da hoch. Ich merke richtig, wie ich Matsche im Kopf werde, ey. Ohne Witz. Muss es durchziehen. Es ist halt einfach, es ist Lizenz-Crap, ne? Ey, könntest du eigentlich mit King Kong so viel Geiles machen. Sag mal, gehört King Kong nicht auch zu Warner Bros.? Ist das nicht auch ein Warner Bros. Film gewesen? Nee, warte mal. Ich überlege gerade. King Kong? Nee, zu wem gehören die denn, ey? Wenn ich gerade schon wieder überlege, es ist doch, müsste, um den Nester zu zerstören, schwere Angriffe hier. Ja! Ich gewonnen! Ey, da ist schon wieder ein Gegnertyp! Irgendwas im Boden! Achso, das sind die Käfer. Ich überlege gerade jetzt mal ernsthaft, ey. Ich muss das gleich mal nachforschen. Weil dann wäre das ja eine weitere Lizenz wie Herr der Ringe. Goblin. Goblin, sag ich schon. Goblin, vielleicht trifft es sogar besser, ey. Das ist mehr Goblin gewesen als Gollum. Aber, was machen die mit ihren Lizenzen, ey? Oh nein, ich hätte den gerne mal hinge... also, weißt du, vernichten. Ich brauche nochmal so einen Käferwurm.
Ich muss mal gucken. Soll ich mal eben gucken? Warte mal eben kurz, Leute. Wartet doch eben kurz. So viel Zeit muss sein. Skull. Skull and Bones wird im Wort geschlagen. Junge. Wo steht denn das? Keine Ahnung, Mann. Doch! Warner, wusste ich's doch! Was machen die mit ihren Lizenzen? Das kann's doch nicht sein, Mann! Obwohl, vielleicht hatten die für den Film nur die Lizenz. Oder liegt die wirklich bei denen? Aber warte mal, wie haben sie sich denn geeinigt? Mit welchem Studio hätten die denn, oder haben die zusammengearbeitet mit Kong vs. Godzilla? Das ist noch ein... Oh, Junge, geil. Der fliegende Schädel! Ey, davon habe ich gehört. Das ist mega krass. Wartet ab. Wartet, wartet. Da. Ist es geil, oder was? Ein riesiger Flugsaurier-Schädel. Im Gegensatz zu den kleineren Flugsauriern, die es vorziehen, in sich bewegenden Gruppen anzugreifen und bei ihren Angriffen stets der Gefahr auszuweichen. Die größeren Flugsaurier leben alleine und sind auf sich gestellt, wenn es darum geht, mächtigere Bestien zu töten. Habe ich euch zu viel versprochen oder ist es einfach so? Das ist wirklich, es ist wirklich Warner auch. Zumindest der Film, zumindest der Film. Ja. Ist die Lizenz auch, haben die King Kong Lizenz? Gehört die denen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand von euch. Aber wenn ja, ich kann's ja, ich sag's ja immer wieder, das einzige, dann ist das einzige, wenn wir jetzt sagen, das gehört wirklich denen, ich weiß es nicht, wie gesagt, korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Aber dann fallen mir drei Spiele dieses Jahr ein mit deren Lizenz, obwohl es kommt noch ein Herr der Ringe-Spiel, glaube ich, jetzt hier, Meme von Moria oder sowas, das sieht aber auch nicht sonderlich geil aus. Aber das einzige, was dann wirklich, was gut war, jetzt nicht übertrieben krass, aber deutlich besser als die anderen Spiele, war dann Hogwarts Legacy, ne? Das war wenigstens spaßig. Nicht der Überknaller, aber es war auf jeden Fall spaßig. Wenn dann Gollum dann wieder stehen, Junge. Schnipp, schnipp, schnapp, schnipp, schnipp, schnapp. Ja, dance, dance, dance. Das sah so aus, als hätte er ihm gerade die Haare geschnitten oder sowas. Hier, Glatze gemacht, ich mach. Du auch Glatze? Okay, komm. Ey, jetzt, aber jetzt mal ernsthaft, jetzt Spaß beiseite, wa? An sich. Yo! Ey, ey! Ey! Was ist das? Lebende Toten! Zombie-Krabbe! Und weg ist hier. Die Zombie-Krabbe, hör doch auf, ey! Komm, ich will den Finisher machen bei dir, ey. Oh! Ah. Ich hab fast. Ich hab einfach nichts gesehen, man hat nichts gesehen. Ich geh mal hier in die Richtung, darfst du ja sehen, was der macht. Wow, Junge. Ey, gut, dass ich das nochmal gemacht habe, sonst hätten wir das jetzt verpasst, ey. Er hat die Schlange richtig ausgerollt hier, da. Auf die, Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, oder ob man sich jetzt wirklich frei bewegen soll hier auf der Insel, in dem Abschnitt und einfach, ja... Und wie viel von diesen Aufgaben musst du eigentlich machen, dass du wenigstens mal eine Fähigkeit kaufen kannst? Oh mein Gott, ey. Ah, da haben wir okay. Aber es läuft flüssig. Es läuft flüssig. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ob ihr es mögt oder nicht. Hater. Ihr Hater da draußen. Es läuft flüssiger als, wie gesagt, das eine oder andere AAA-Game dieses Jahr. Ach, scheiß auf euch. Muss weiter hier. Ich glaube, hier passiert nichts mehr, oder? Kann es sein, dass es wirklich... Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel geht, ey. Ich würde es hier wahrscheinlich gar nicht aushalten. Wir müssen jetzt auch gleich mal zum Ende kommen. Das reicht doch jetzt. Junge, das... Oh, 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 bitte, bitte, bitte. Säuredrüse! Ey, yo. An den Babyschiedel haben wir noch gar nicht gelesen. Vor der Ankunft der Zivilisation auf Skull Island lebte der Stamm der Takatu getrennt von denen, die als Tagu bekannt waren, und den Atu. Ihr friedliches Zusammenleben wurde von der schwachen Flamme des Konflikts beeinflusst, der die Herzen der Stämme ergriff,
aber es gab immer noch etwas, das es ihnen möglich ermöglichte, durch die Kämpfe und die Macht, die sie zu kontrollieren versuchten, zusammenzuleben. Dem Kong. Was haben wir denn jetzt hier? Der fliegende Schädel, den haben wir schon. Säuredrüse. Oh, alte Feinde, Junge, alte Feinde. Eine seltsame, klebrige Drüse des Gijas. Trotz ihrer starken Kiefer, die es ihnen ermöglichen, ihre Feinde zu beißen und kleinere Tiere zu zerquetschen, halten Gijas lieber Abstand, verstecken sich bei Gefahr unter der Erde und spucken steinlösende Säure aus ihren Eingeweiden. Also dieser kleine, lange Wurm. Der kleine, lange Wurm spuckt, also. Kong ist stark, Kong ist so toll, Kong macht dich einfach zum Troll. Kong ist stark, Kong ist so toll, er schlägt dich einfach zum Troll. Er ist super, er macht dich platt, er ist hier übelst am Start. Er macht euch einfach... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich dreh durch, wirklich, ich dreh langsam durch. Ich glaube, es wird nicht mehr besser, als wir jetzt schon gesehen haben, das Spiel. Junge, da... Oh, Junge, Metroidvania-Style. Du musst da später wiederkommen, weil dann hast du die Fähigkeit. Boah, das ist wirklich mit... Ah! Hilfe! Hilfe! Okay. Oder du fällst einfach so durch. Wo bin ich denn jetzt? War das nicht... Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Neues Gebiet. Tödlicher Abgrund. Der unwirkliche Abgrund. Höhle des Verfalls. Die Höhle der... Oh ja, oh, irgendwas. Der schreckliche Pass. Ich glaube, du kannst... Ich glaube, hier soll ich gar nicht sein. Ich komme hier nicht mehr raus, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, jetzt habe ich das Spiel gebrochen, oder? Ich soll hier gar nicht sein. Du musstest... Warte mal, komme ich hier wieder zurück? Controller gibt auch schon auf. Ja, ich kann hier wieder... Aufgepasst jetzt. Auch wenn jetzt die Decke verschlossen ist. Dann habe ich das Spiel gebrochen. Ne? Es geht. Es geht. Hä? Das ist doch... Aber das ist doch die, wo wir die smashen mussten, oder? Da musst du doch erst später hin. Weil ich habe ja nicht mal den Superjump. Da komme ich ohne Superjump, komme ich doch gar nicht hoch. Oh Gott, ey. Ah, egal. Das wird ein Problem für den Zukunfts-Marcel. Der macht das schon. Obwohl, warte mal. Ich kriege gerade die Nachricht rein. Was? Das... Hör doch auf, mich zu beleidigen. Hör doch auf, ey. Er meinte, ja, macht er bestimmt. Er hat schon richtig Bock, bei der nächsten Session auch wieder am Start zu sein für euch. Mit diesem wunderbaren Spiel. Leute, Junge, zieh dir die Texturen rein. Ah, das ist wirklich, das ist schön einfach. Das ist einfach schön. Wartet, es lädt gerade rein. Jetzt ist der See verschwunden, jetzt ist er da. Junge, es ist wie bei Lords of the Fallen. Umbrallwelt ist das hier. Die Texturen laden hier noch. Das sind die wunderschönsten Texturen aller Zeiten, ne? Da muss ich ein Foto machen. Da muss ich ein Foto machen. Andenkenfoto für mich. Stell euch mal vor, ihr seid uninformierte Eltern und denkt euch, ah komm hier mit meinem Sohnemann. Was ist da los? Bin ich auf dem Trip oder was? Zieht euch das mal rein. Jetzt geht's hier los, ey. Uninformiertes Elternteil. Jetzt, oh komm, der mag doch King Kong, das ist doch ein kleines süßes Äpfchen. Obwohl das Spiel ist ab 12, ey. Mit 12 weißt du doch schon, was du zocken willst, oder? Ist doch klar, was du mit 12 zocken willst, ist ja logisch. Viva! Und COD! Oder Fortnite! Aber alles besser als das hier, selbst FIFA wahrscheinlich. Ey, wie gesagt. Jetzt mal ernsthaft, jetzt mal Spaß. Oh, Junge, neues Gebiet, krank. Was passiert da mit dem Felsen, Junge? Was ist das hier? Ey, vielleicht bin ich auch gerade auf einer City Skylines Insel, Alter. Oder in so einer Welt und jemand baut gerade seine Stadt hier auf, ey. Terraforming ist es gerade da vorne. Das kann auch sein, ey. City Skylines 2 habe ich auch hier schon ein paar Tage, aber irgendwie auch da weiß ich nicht, ob ich das mal anzocken soll, ey. Keine Ahnung, ja. Leute, wir müssen jetzt zum Ende kommen, ne? Ich sag euch, wie es ist. Es reicht, ich bin innerlich leer jetzt. Ich bin echt leer, ich kann echt nicht mehr. Es ist echt anstrengend. Was soll ich dazu sagen, Mann? Ich habe wenigstens versucht, ein bisschen Entertainment reinzubringen für euch. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, eigentlich brauche ich da gar nichts mehr zu sagen. Das Spiel spricht für sich.
und entertaint halt einfach. Wer sich da nicht berieseln lässt und sich denkt, Junge, was ist das für ein geiles Spielerlebnis? Bin ich jetzt hier wieder unten, wo ich da reingekommen bin gerade? Bin ich jetzt einfach nur wieder runtergesprungen? Nee, hier ist was Neues. Doch, 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 das ist die... Ah, hier bin... Der, ey, Junge, ey, Aufbau eines Dark Souls, die Welt. Wirklich. Die Welt ist verbunden. So wie wir, Freunde. So wie wir. Schreibt doch mal rein jetzt als letztes Codewort Dark Souls einfach, damit ich wirklich weiß, ey. Weil Dark Souls schaffen auch nur die krassesten der krassen, Freunde. Obwohl, wenn ich das jetzt sage, kommt dann plötzlich doch wieder einer aus der Ecke bei den solchen Souls-Legends. Ich hab das im ersten Versuch geschafft. Ist doch voll easy. Einfach ausweichen. Einfach parieren. Ist doch easy. Gut, ey, Leute, ich dreh durch. Wir hören uns nicht beim nächsten Mal bei Skull Islands, sondern irgendwas anderes. Jetzt kann ich wirklich nur noch zu den YouTube-Göttern beten. Bitte spielt mir irgendwie genug Kohle rein für dieses Video, dass ich wenigstens ein bisschen was zurückbekomme. Knapp 40 Euro. Aber, ja, was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen, Mann? Jetzt war Spaß beiseite. Grundprämisse hätte geil sein können. Hätte man was Geileres draus machen können, ja. Natürlich ist das Budget nicht da und natürlich ist das Studio wahrscheinlich auch nicht sonderlich super krass in solchen Spielen, weil siehe das hier. Aber die Grundprämisse, dass du wirklich den Aufstieg von Kong begleitest als Spiel, weißt du, das hätte man cool machen können. Auch ein cooles Kampfsystem, auch das Cell-Shading-Look, so comicartigen Look hätte man auch cooler machen können. Ja, das hätte man alles machen können, aber gut, da brauchst du Zeit, da brauchst du Kohle und auch die fähigen Leute, wa? Ich habe eine unsichtbare Wand hier, aber ich kann trotzdem hier oben sein. Ja, gut, also, ja. Hätte, aber haben sie nicht. Haben sie nicht. Kauft das Spiel bitte nicht. Keine Ahnung, wie schwer oder leicht die Trophäen sind. Sollen wir da noch mal einmal kurz reingucken? Komm, gucken wir noch mal ganz kurz rein. Werde der König von Skull einen, besiege deinen Erzfeind, um deine Eltern zu rächen. Perfektioniere Kongs Fähigkeiten. Ey, Junge, das ist... Oh Gott, Alter. Nee, das ist nicht mal wert für Platina. Boah, töte einen Boss, ohne Gesundheit zu verlieren. Hör mal auf, ey. Gott, töte 250 Feinde. Boah, nee, mir ist schwindelig, ey. Ohne Witz, mir ist schwindelig jetzt. Gerade von dem Spiel. Wir hören uns. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Das kleine angezockt, so ein bisschen auf lustig. Ja. Lasst gerne trotzdem Like da zur Unterstützung. Vielleicht wird es Leuten empfohlen, die nicht wissen, was sie erwartet. Also haut rein und tschüss.